Die Sport Austria Finals haben am vergangenen Wochenende in der steirischen Landeshauptstadt für Aufsehen gesorgt. In Graz sind rund 6000 Athletinnen und Athleten zusammengekommen, um in 200 Bewerben um Siege auf nationaler Ebene zu kämpfen. International geht es ab dem 7. Juli dann im US-amerikanischen Birmingham. Rund 70 Athleten aus Österreich werden auch da an den Start gehen und von Sport Austria tatkräftig unterstützt. Und der dazugehörige Präsident sitzt jetzt neben mir. Danke zunächst mal für die Einladung. Schönen guten Tag. Herr Niesl, sprechen wir mal über das, was vergangen war. Sie waren selber auch in Graz mit dabei, haben bei sehr tropischen Temperaturen das Ganze auch miterlebt. So rein von der Organisation hat alles so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen? Also es war ein tolles Miteinander mit der Stadt Graz und auch mit dem Land Steiermark, unterstützt auch durch den Sportminister. Damit konnten wir wirklich eine sehr gute Veranstaltung organisieren. 6000 Sportlerinnen und Sportler, Athletinnen, Athleten, die anwesend waren, die hervorragende Leistungen erbracht haben. Es wurden viele Staatsmeister, österreichische Meister auch ermittelt. Es wurden Trendsportarten auch gezeigt. Das war das Publikum teilweise auch in einem hohen Ausmaß mit dabei. Also insofern ein sehr gutes Resümee, ein Fest für den Sport. Und es sollen die Menschen motiviert werden, auch selbst Sport zu betreiben. Man soll Spaß haben beim Zuschauen, aber es soll auch Lust machen, selbst Sport zu betreiben. Und ich glaube, da hat auch Graz, das muss ich auch dazu sagen, viel zu bieten, weil es dort eine sehr gute Sportinfrastruktur gibt. Ich war sehr begeistert, wie viele Möglichkeiten wir dort hatten, auf 22 Sportstätten diese Wettkämpfe auch auszutragen. War für mich sehr beeindruckend, es ist gut organisiert gewesen, gut abgelaufen. Und ich habe auch heute von vielen Fachverbänden, und es waren ja 27 Fachverbände anwesend, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Um das Ganze vielleicht kurz auch noch zusammenzufassen, welches Spektakel sich da geboten hat, Rodeln am Schlossberg, dann Schwimmen in der Austria, also wirklich unterschiedlichste Locations. Was hat Ihnen persönlich vielleicht am besten gefallen, rein von der Optik, rein vom Sportlichen? Also beeindruckend war für mich das Rodeln vom Schlossberg. Als ich das gehört habe, war ich eigentlich skeptisch und meine erste Frage war, hoffentlich verletzt sich da niemand. Also die sind mit 70, 80 Stundenkilometer vom Schlossberg mit Rodeln runtergefahren. Es hat auch einige Stürze gegeben, aber doch keine schweren Verletzungen. Das ist ja das Wichtigste auch beim Sport. Es war auch das Stadtkriterium, das Radfahren, sehr interessant zuzuschauen. Ich war auch selbst bei den Gymnastikveranstaltungen, bei den Turnerinnen und Turnern, bei den Trampolinspringern, also auch sehr beeindruckend. Also da hält man schon den Atem an, wenn man diese Akrobatik, würde ich fast sagen, beim Trampolinspringen sieht. Es war dann auch Hip-Hop, es waren die Cheerleaders dort, also auch eine sehr gute Stimmung. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass sich viele junge Leute sehr gut unterhalten haben, also im Anschluss an die Veranstaltungen, dass das sehr positiv aufgenommen wurde, dass diese vielen jungen Leute, die dort aktive Sportlerinnen und Sportler waren, sich gut unterhalten haben, eine gute Stimmung gehabt haben und das ist Sport. Da steht das Miteinander, die Freundschaft, die Toleranz im Vordergrund und damit haben wir unser Ziel eigentlich erreicht. Sie haben spezielle Jugend schon zweimal jetzt angesprochen, die auf ihre Kosten gekommen ist. Neben diesem Aspekt, was stand vielleicht im Vordergrund, auch ein bisschen die Nachhaltigkeit, Digitalisierung, einfach Dinge, die im 21. Jahrhundert unumgänglich sind? Also ich glaube, dass jede Stadt gefordert ist und dass natürlich auch Sportstätten gefordert sind, so wie wir im gesamten gesellschaftlichen Leben gefordert sind, auf Nachhaltigkeit zu achten. Wir haben eine Kooperation mit den österreichischen Bundesbahnen gehabt, um entsprechende Anreize zu schaffen, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel anzureisen, mit dem Zug anzureisen, um umweltfreundlich das auch zu tun. Wir haben auch von Seiten Sport Austria ein Nachhaltigkeitsprojekt in Arbeit, wo sehr fundierte Persönlichkeiten daran arbeiten, wie man eben die Nachhaltigkeit auch im Sport lebt. Wir haben unser Sommerfest nachhaltig zertifiziert. Also insofern möchten wir hier auch mit gutem Beispiel vorangehen, um nicht nur von Nachhaltigkeit zu reden, sondern Nachhaltigkeit auch zu leben. Und es wird auch eine Einladung an viele Vereine in Österreich geben, auf alternative Energie zu setzen. Hier
die Anreize, die es schon gibt und vielleicht noch verbessert werden, auch anzunehmen, dass man das Vereinshaus mit einer Photovoltaikanlage ausstattet, mit einer Wärmepumpe heizt. Also insofern haben wir da noch einiges vor. Ja, einige Erkenntnisse gewonnen, um auch in der Zukunft dann ein bisschen nachhaltiger zu arbeiten. Was mich vielleicht noch interessieren würde, was jetzt die Arbeit im Gegensatz zum Vorjahr natürlich massiv unterschieden hat, war, dass keine Zuschauer anwesend waren. Inwiefern war da vielleicht auch die Vorbereitung erschwert, weil man einfach keine Vorkenntnisse hatte, beziehungsweise welches Konzept hat man probiert, trotzdem an die Corona-Situation ein wenig anzupassen? Wir haben einen Quantensprung eigentlich gehabt. Im letzten Jahr waren 4.000 Athletinnen, Athleten, die bei den Sport Austria Finals dabei waren, jetzt waren 6.000. Wir haben ein paar sehr attraktive und effektvolle Veranstaltungen gehabt, wie ich bereits gesagt habe. Und es waren die Zuschauer dabei. Und Sport braucht Emotion, Sport braucht Zuseher, dann lebt der Sport. Und es hat viele Übertragungen und Medienberichterstattungen auch gegeben. Die Krone war ja Kooperationspartner, ein starker, guter Partner. Also insofern denke ich, dass auch von der Berichterstattung her, von den Zusehern her, es ein deutlicher Quantensprung gegenüber dem Vorjahr war. Aber da muss man immer dran arbeiten und evaluieren und sagen, was können wir noch besser machen, wie wollen wir das im nächsten Jahr umsetzen? Da kommen wir gleich zum nächsten Jahr. Findet es wieder in Graz statt, beziehungsweise welche potenziellen Alternativen gäbe es überhaupt in Österreich, um auch Sportstätten aufzugreifen, die umliegend sind? Also wir sind im Augenblick dabei, der Stadt Graz, dem Sportminister und dem Land Steiermark zu berichten, wie viele Veranstaltungen es gegeben hat, wie viele Sportstätten benutzt wurden, wie der Verlauf war, wie die auch mediale Berichterstattung war, dass über die Landeshauptstadt eben berichtet wurde. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und anschließend werden wir mit interessierten Bundesländern Gespräche führen, wo das im nächsten Jahr stattfindet. Ich gehe davon aus, dass wir noch im Sommer die Entscheidung treffen, wo soll es sein, weil natürlich die Vorbereitungsarbeiten spätestens im Herbst beginnen müssen. Dann kommen wir zum internationalen Projekt, was unmittelbar bevor uns steht. Am 7. Juli wird gestartet im US-amerikanischen Birmingham. Da muss man schon aufpassen, dass die Leute vielleicht nicht ins falsche Birmingham fliegen. Ist ja nicht das erste Mal passiert. Im internationalen Fußball gab es, glaube ich, mal einen Vorfall mit Frankfurt. Die Vorfreude ist, glaube ich, riesengroß und Sport Austria hat welche Funktion, die Betreuung von allen Sportlern oder wie wird die Zusammenarbeit aussehen? Also wir haben die Sport Austria Finals, glaube ich, sehr, sehr gut organisiert und das nächste große Projekt für uns ist natürlich ist in Birmingham. Es werden 70 Sportlerinnen, Athletinnen, Athleten dort anwesend sein. Es sind 14 verschiedene Sportarten und wir gehen davon aus, dass das wieder gut organisiert ist. Das sind wir verantwortlich, dass die Sportlerinnen und Sportler dort gut vorbereitet auch hinfliegen. Es sind jene Sportarten und Disziplinen, die nicht olympisch sind. Also das ist der Höhepunkt für die Athletinnen und Athleten. Und es ist natürlich American Football muss dabei sein in Birmingham. Es ist Kickboxen dabei, es ist Faustball mit dabei. Also durchaus Sportarten, wo man sehr, sehr hart trainieren muss und wo das sicher ein Höhepunkt für die Athletinnen ist. Vielleicht eine persönliche Frage an Sie gestellt. Welche Indikatoren, welche Eigenheiten muss eine Sportart mitbringen, um zwingend olympisch zu sein? Oder ist das schwierig, sowas auf die Waage zu legen und zu sagen, das auf jeden Fall und das nicht? Naja, das obliegt nicht Sport Austria, sondern das wird eben festgelegt vom Internationalen Olympischen Komitee. Vielleicht auch nicht immer ganz transparent, weil bei der einen oder anderen Sportart wurde gesagt, ja, das ist olympisch, dann ist nicht mehr, vielleicht wird es wieder olympisch. Also was da tatsächlich für Kriterien Gültigkeit haben, das bezieht sich nicht auf Österreich, das wird international festgelegt, da spielen sicher verschiedene Faktoren mit. Insgesamt, was glauben Sie, was den Spirit von World Games im Unterschied zu Olympischen Spielen ausmacht, abgesehen vom Fehlen des Olympischen Feuers? Es ist natürlich, die Olympischen Spiele sind natürlich noch größer, sie sind noch feierlicher, sie sind
Sie haben eine noch größere und längere Tradition, also das muss man natürlich schon sagen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass gerade die Vielfalt des österreichischen Sports ein Markenzeichen ist. Wir können in Österreich stolz sein, nicht nur auf jene Sportarten, die olympisch sind, sondern ich setze mich mit Sport Austria massiv dafür ein, dass diese Vielfalt des Sports über die olympische Qualifikation hinausgeht, dass alle Sportarten eine Bühne bekommen. Es ist ja auch bei den Sport Austria Finals in Graz eine Bühne. Es ist in Birmingham eine Bühne, wo der Sportler oft Jahre trainiert, um dann dort dabei zu sein, dass ein Höhepunkt seiner sportlichen Karriere ist, um dort erfolgreich zu sein. Also insofern glaube ich, dass das durchaus eine sehr gut organisierte, doch lange in Erinnerung bleibende Sportveranstaltung ist für die Athletinnen und Athleten. Starten wir mal mit dem aktuellsten Thema. Ich glaube, viele österreichische Fußballfans haben sich begeistern lassen von den vier Spielen. Lassen wir vielleicht das letzte gegen Dänemark ein bisschen außen vor. Was war Ihr erster Eindruck unter Ralf Rangnick? Hat er die Mannschaft so ein bisschen umgekrempelt oder ist das zu früh? Also was ich besonders an Ralf Rangnick schätze, ist, er hat eine eigene Fußballphilosophie und die will er bedingungslos umsetzen. Und offensichtlich haben schon die ersten Trainings gezeigt, wo die Journalisten geschrieben haben, das Training ist knackig, ja, was nichts anderes heißt, als da geht schon zur Sache, da ist ein gewisser Zund dahinter, da wird intensiv gearbeitet. Und ich glaube, seine Philosophie ist bekannt, die hat er auch schon eigentlich bei den ersten Spielen im österreichischen Nationalteam umgesetzt. Also das sehr offensive Pressing und das Mitspielen des Tormannes und das weite Aufrücken der Verteidigung, das ist natürlich sehr belastend, da braucht man natürlich entsprechende Kondition und das wird dann natürlich verfeinern, dass das nicht bei den ersten drei Spielen gleich so funktioniert, wie sie sich ja vorstellt, das ist mir klar, aber ich glaube, dass das ein durchaus guter Weg ist, den er eingeschlagen hat und vor allen Dingen ist meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung des österreichischen Fußballverbandes, dass man eine internationale Größe als Trainer für die Nationalmannschaft bekommen hat. Und ich glaube, er hat ein großes Ziel, dass er zur Europameisterschaft nach Deutschland mit dem österreichischen Team fährt. Er als Deutscher mit dem österreichischen Team bei der Europameisterschaft, ich glaube, das ist für ihn auch eine große Motivation, genauso für das Team. Also insofern, glaube ich, können wir da schon optimistisch in die Zukunft schauen. Und vor allen Dingen wird er von diesen Spielen her auch die richtigen Schlüsse ziehen, auf die richtigen Leute setzen. Es kommen neue dazu, die jetzt noch nicht dabei waren. Und ich glaube, dass wir durchaus optimistisch in die Zukunft schauen können, was den österreichischen Teamfußball anbelangt. Vor allem die Haltung hat mir sehr gut gefallen nach dem 1:1 gegen Frankreich, wo auch ein Ralf Rangnick gemeint hat, das ist nicht notwendig und Frankreich ist amtierender Weltmeister. Also man sieht, ein Trainer, der sich auch gegen Top-Teams mit einem gewissen Ergebnis nicht zufrieden zeigt. Könnte das auch der neue österreichische Weg sein? Also ich glaube, das tut der österreichischen Mentalität gut, dass man, wenn man gegen den Weltmeister unentschieden spielt, dann glaube ich, sind sehr viele damit zufrieden und sehr viele würden sagen, das ist ja eine Weltklasseleistung gewesen, gegen den Weltmeister unentschieden zu spielen. Und das zeigt, dass es hier eine andere Einstellung gibt, dass man immer wieder schauen muss, wie man besser wird, wenn man ein Tor bekommen hat, das aus Sicht des Trainers nicht notwendig gewesen wäre, dass man das auch artikuliert. Und hat daran arbeitet, wie man noch besser wird und wie man tatsächlich an die europäische Spitze kommt. Da sind möglicherweise unsere Damen schon angelangt, die sich über den direkten Weg für die bevorstehende Europameisterschaft qualifiziert haben. Jetzt haben sie gegen den Gastgeber ausgerechnet das Eröffnungsspiel im ausverkauften Old Trafford. Nordirland, Norwegen, zwei Gegner, die mit Vorsicht zu genießen sind. Was trauen Sie unseren Damen ab 6. Juli zu? Also zu den Damen muss ich sagen, die haben eine sensationelle Entwicklung genommen. Wenn man heute ein Spiel der Frauennationalmannschaft anschaut, dann ist das nicht zu vergleichen, wie der ganze Fußball natürlich nicht zu vergleichen ist, was vor einigen Jahrzehnten war. Aber die Entwicklung im österreichischen Damenfußballnationalteam ist sensationell gut, sehr gut, ich würde sagen ausgezeichnet. Und das wird wahrscheinlich auch allen in Erinnerung bleiben, wenn man in England im Wembley-Stadion das Eröffnungsspiel macht, wie immer das ausgeht. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich da alle
voll motiviert in dieses Spiel hineinschmeißen, wenn man so sagen darf, dass es ein gutes Ergebnis wird. Und wie gesagt, es ist wahrscheinlich ein Riesenerlebnis, dort spielen zu können, das Eröffnungsspiel noch machen zu können. Also insofern sehe ich das auch sehr, sehr positiv. Und das ist wieder ganz wichtig, ein Impuls für den Mädchenfußball und für den Frauenfußball in ganz Österreich. Ich glaube, man muss ganz einfach auch schon in den Volksschulen, in den Schulen beginnen, wie das seinerzeit vor einigen Jahrzehnten in der Schülerliga war, wie man den Fußball verstärkt in die Schulen gebracht hat. Ich glaube, brauchen wir auch jetzt eine Offensive für den Frauenfußball, für den Mädchenfußball. Und eine gute Vorstellung unserer Nationalmannschaft dann in England ist natürlich motivierend für viele und auch für Mädchen und Frauen Fußball zu spielen. Und eines haben die Frauen und die Männer gemeinsam, dieses Wir-Gefühl aufbauen, um eine Einheit auch zu präsentieren. Bei der Wiener Austria hat man auch das Gefühl, dass sich mehr eine Einheit gebildet hat unter Manfred Schmidt. Sie sind ein langjähriger Austria-Fan. Wie zufrieden sind Sie mit seiner Arbeit und ist die Austria bald wieder dort, wo Sie sie sehen wollen? Also ich lebe nach dem Motto, Austrianer ist, wer es trotzdem bleibt. Das stammt ja von Thorberg. Und ich muss sagen, großes Kompliment an den Trainer. Also Manfred Schmidt hat da schon Großes geleistet, denn vor der Saison hätte wahrscheinlich niemand darauf gewettet, dass die Wiener Austria Dritter wird. Und das zu erreichen mit einer jungen Mannschaft und diese Mannschaft so zu formen, das ist schon großartig. Jetzt natürlich wieder die Herausforderung an den Trainer, dass man an vielen zentralen Punkten wieder drehen muss, weil es ja einige Abgänge gibt. Ich glaube, dass die bis jetzt getätigten Neuzugänge auch gute Entscheidungen sind. Also wenn man den Dreier-Tormann von Bayern München bekommt, dann denke ich, ist das durchaus ein Mann mit Potenzial. Und auch der James Holland ist ja bekannt bei der Wiener Austria, der wird auch seine Leistung bringen. Der Bakovic, denke ich, wird viele Tore schießen. Also insofern, glaube ich, hat der Manfred Schmidt wieder viel Arbeit. Aber er hat wieder das Richtige gesagt, er kann eines garantieren, dass die Mannschaft noch fitter wird. Ja? Und das, glaube ich, ist wieder der richtige Weg, so wie man das vergleicht. Man soll nicht zufrieden sein mit dem dritten Platz, das ist er nicht, sondern er sagt, wir müssen uns noch steigern. Natürlich arbeite ich als Trainer daran, dass man noch mehr Wege machen kann, dass man noch mehr Pressing machen kann, dass man noch mehr Kilometer machen können, dass wir noch zweikampfstärker werden und dass die Austria für technischen Fußball steht, glaube ich, ist auch bekannt. Und diese richtige Kombination zwischen dem technisch guten Fußball und natürlich auch dem schnellen Umschaltspiel, wie es jetzt genannt wird, glaube ich, da ist der Manfred Schmidt ein guter Mann und er wird auch in der kommenden Saison eine starke Mannschaft formen. Jetzt haben wir noch so eine schwache Minute übrig. Die Frage, wie kommt die Wiener Austria oder die Konkurrenz an Salzburg heran? Was bedarf es da? Braucht es wirklich finanzielle Mittel oder kann eine gute Nachwuchsarbeit zumindest ein bisschen einen Aufschluss bedeuten? Also, dass Salzburg sehr gut arbeitet, das ist bekannt. Der Erfolg von Salzburg, der fällt nicht vom Himmel, sondern da steckt ein gutes Konzept dahinter. Ralf Rangnick ist ja da nicht unbeteiligt, also insofern glaube ich, dass das auch erfolgsversprechend fürs Nationalteam, fürs Fußballnationalteam ist. Aber worum geht es? Nämlich so intensiv zu arbeiten wie Salzburg, dass man vielleicht nicht weltweit die Supertalente verpflichten kann, das stimmt schon, aber was man kann, ist, im Nachwuchsbereich und in der zweiten Leistungsklasse, in der zweiten Bundesliga so intensiv zu arbeiten, wie das Salzburg tut und das Training so intensiv zu gestalten, wie es Salzburg macht. Also ich glaube, wenn man intensiv arbeitet, dann kann man durchaus auch wieder näher kommen. Ja, und das ist ja auch Motivation zu sagen, wie kann man den Abstand zu Salzburg verringern. Das gilt ja nicht nur für die Wiener Austria, sondern für alle anderen Vereine. Die Salzburger sind die Gejagten und alle anderen müssen sich halt sehr anstrengen. Aber das gelingt nur, wenn man sehr, sehr hart und viel arbeitet. Wir freuen uns auf eine spannende Meisterschaft. Besten Dank für das Gespräch und alles Gute für die World Games. Danke.